Biker sein, das ist ja nicht nur ein Hobby, das ist eine Lebenseinstellung. Es ist ein Credo, ein Glaube. Ich bin der, der ich bin, nämlich derjenige, der fährt und das Abzeichen trägt meines Clubs. Und die Ehre werde ich verteidigen. Ich war wie ein Westernheld. Revolver gezogen, nicht mit der Wimper gezuckt, geschossen. Das war nicht aus Spaß, sondern weil wir angegriffen worden sind. Und da musst du auch knallhart sein. Du kannst ja nicht einfach deinen Revolver zeigen und sagen, hey, ich habe einen Revolver, du musst ihn dann auch benutzen. Ich heiße Carlo Riva, ich bin leidenschaftlicher Motorradfahrer. Was ich noch leidenschaftlicher tue, ist Predigen, weil mir mein Glaube sehr, sehr wichtig ist. 1976 kaufte ich mir mit meinem eigenen Geld meine erste Moto Guzzi und fuhr sie und war einfach begeistert davon. In die Motorrad-Gang bin ich gekommen, eigentlich ja, wie die Jungfrau zum Kinde, sagt man. Es ging los mit Partys, dann fand man, dass ich netter Kumpel bin und ob ich nicht deren Abzeichen tragen würde. Und das tat ich dann. Danach wurde ich selbst Präsident. Natürlich kann ich mich an ganz gute Geschichten erinnern von unserer Szene, aber am meisten denkt man natürlich an die, die man verloren hat, meistens durch äußere Gewalt. Und dann fehlen die einem. Das nächste Gefühl ist ein viel schlimmeres Gefühl. Es ist das Gefühl der Rache, der Vergeltung, dass wir in dem Moment uns diesenjenigen vorknüpfen werden und dass er dafür bezahlen muss. Auch ich habe zahlen müssen für die Taten, die ich tat. Man denkt immer mal wieder um, ist es das Richtige? Ist das die Art zu leben, die ich wirklich wollte? Irgendwann mal ist man in so einem Flow, dass du einfach nicht mehr die Biege bekommst und nicht mehr rauskommst aus der Szene. Auszusteigen bedeutet im schlimmsten Fall der Tod, im besten Fall das Gelächter deiner Kumpels, also der Spott. Ich fing dann an, darüber nachzudenken, was es noch gibt als Möglichkeit. Dann fing ich an, die Bibel zu lesen. Und auf einmal merkte ich, im Gebet passiert etwas. Ich war nicht mehr der Carlo, der ohne mit der Wimper zu zucken den Revolver zog und schoss, sondern derjenige, der einfach dankbar war, dass Gott ihn wieder aufgenommen hat. Die Gemeinde interessanterweise kannte mich ja noch von früher, als ich noch kein Rocker war. Die hatten also wirklich mit offenen Mündern da gestanden, als ich zum ersten Mal sonntags wieder in die Gemeinde kam. Jetzt merke ich, ich kann schwach sein, ich kann Fehler machen. Und dann merke ich, dass ich stark sein kann, weil Gott mir dabei hilft, mich selbst zu verändern. Also ich werde oft bei Biker-Partys eingeladen zum Predigen. Mein Leben war auch krumm. Heute hier zu stehen und Gott zu bezeugen, obwohl ich vorbestraft war, obwohl ich wegen Totschlags angeklagt war, obwohl ich auf Menschen schießen musste, ist für mich ein Wunder. Ein Wunder, dass ich noch lebe. Und noch ein größeres Wunder, dass die, auf die ich geschossen habe, noch leben. Für mich ist das wichtig, weil ich dort ganz andere Menschen kennenlerne als bei uns in der Gemeinde. Und für mich ist es so wichtig, einfach mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, weil die oftmals mit ihren Nöten und Sorgen kommen und sagen, meinst du, dass Gott mir helfen kann? Und ich kann nur sagen, ja, sofern du Gott annimmst. Ich fühle mich heute so viel wohler und anders verändert, wenn ich morgens mit dem Auto losfahre oder mit dem Motorrad losfahre. Ich bete zu Gott und ich weiß, er hört mich. Er erhört auch nicht alle Gebete von Carlo Riva, aber ich weiß, dass er Dinge verändern kann, die ich nicht verändern kann in meinem Leben.